Hallo Fallout-Freunde, willkommen bei Fallout New Vegas mit mir und IDI. Und ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen was über dieses Kraftwerk hier erfahren und haben herausgefunden, dass wir diese Solarpanels entsprechend ausrichten sollten, damit sie mehr als 1% der Leistung bieten. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt gleich mal. Hallo. Kein Zutritt für Zivilisten. Wenn Ihnen das nicht passt, sprechen Sie mit Lieutenant Haggerty. Ach, ich bin doch ganz harmlos. Hier ist ein Laserstrahlennetz. Perfekt, okay. Jetzt können wir definitiv das hier entschärfen. Ah, scheiße, da lag noch eine. Ich Vollidiot. Okay. Aber gemessen daran, was hätte passieren können, war das eigentlich ganz in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Terminal 1. So. Muss ich jetzt wahrscheinlich hacken, oder? Nein, muss ich gar nicht. Willkommen bei Poseidonet. Reset der Zentralrechnerverbindung. Verbindung zurückgesetzt. Warte auf Zentralrechnerverbindung. Vom restlichen Reflektor Steuerungsterminal aus mit dem Helios One Zentralrechner verbinden. Ein Archimedes-Testlauf. Ah, das haben wir schon. Ja, Schutzbrillenpflicht und bevorstehender Besuch kennen wir auch schon aus der letzten Folge. Gut. Soweit, so gut. RNK-Soldat, RNK-Soldat. Ihr habt alle nichts zu sagen. Was haben wir denn hier? Kaputter Solarreflektor. Ja, die schlachten wir mal aus. Was haben wir hier in dem Werkzeugkasten? Terpentin und Wunderkleber. Hat keiner gesehen, dass ich hier gestohlen habe. Hier ist auch nichts. Da drüben ist schon wieder so ein Defekter. Schlachten wir auch mal aus. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Genauso wie die... Oh, ein Stealth Boy. Genauso wie hier die Munition. Die wird uns sicher auch irgendwann mal behilflich. So, gucken wir mal. Also es sind ja wirklich... Ah, da hinten sind schon wieder kaputte. Okay, lassen wir erstmal. Hier sind Feinde. Warum sind hier Feinde? Hallo? Okay, aus irgendeinem Grund... Okay, schlachten wir mal aus. Sind hier irgendwo Feinde? Und ich weiß bloß nicht wo. Hey, wie geht's? Alles klar, okay. IDI hat es auch bemerkt, der spielt schon wieder Musik. Was zur Hölle geht hier ab? Okay. Der Sonnenkontrollturm, in den müssen wir ja auch irgendwann mal rein. Ich versuche jetzt erstmal diese Terminals zu hacken. Und ich weiß noch nicht ganz, auf was wir hier stoßen werden. Außer natürlich auf Munition. Munition, die eigentlich der Enklave gehört. Aber die Enklave sicher gut entbehren kann.
Ach, ich glaube, ich höre Hunde knurren. Vielleicht müssen wir gar nicht zu so starken Mitteln greifen. Sag mal, warum habe ich eigentlich nicht repariert? Ich trage ja unglaubliches Gewicht mit mir rum. Warum habe ich das nicht repariert? Nehmen wir mal die Karawanenschrotflinte raus. Die müsste ja eigentlich ausreichen. Er ist da. Niemand. IDI. Der arme Hund. Jetzt hör auf, ihn anzuzünden. Schau, so geht es. Ein kurzer Schuss, um ihn von seinem Leiden zu erlösen, und das ist okay. Weil brennt, zünd ihn halt nicht an, Mensch. Das quält ihn doch. Okay. Reset der Zentralrechnerverbindung. Dankeschön. Abgeschlossen. Mit dem Helios One Zentralrechner Energie von also einem ausgewählten Ziel schicken. Optional das Archimedes-Sicherheitssystem aktivieren, um alle RNK-Soldaten in der Nähe auszuschalten. Archimedes, okay. Da müsste ich aber erstmal wissen eigentlich, worum es sich bei Archimedes handelt. Unsere Gitterzaungrenze ist nutzlos. Da könnten wir auch einen Käfig von innen verteidigen. Ja. Das kann durchaus sein. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. Schauen wir doch mal. Der Sonnenkollektor-Kontrollturm. Muss sagen, ich sitze derzeit richtig scheiße da. Weil ich habe mich heute Nacht irgendwie verlegt. Tut meine Hüfte. IDI, zurück! Zurück, zurück, zurück. Gegen die können wir nicht vorgehen. Warte mal. Jagdrevolver, der hat keine Munition. Warum haben wir den mitgenommen? Der RCB-Laser, ich glaube. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Boah, der RCW-Laser haut rein. Ich liebe dieses Teil. So, hier ist Ruhe. Hier ist Ruhe im Karton. Gut. Waffe also wieder wegstecken. Ein paar Stimpaks nehmen und weiter geht's. Oh, das war unser letztes Stimpak. Na gut, dann nehmen wir ein paar Sunset Sarsaparilla. Ist ja auch okay. Schmeckt sicher nicht so gut wie Nuka-Cola, aber wir sind in der Wüste, da darf man nicht wählerisch sein. Hallo? Der stiehlt mir immer die Show. Das ist immer. Was ist los, feige Sozi-Ratte? Schon müde? Oh, wir haben einen Mr. Gatzi. Die haben mal besonders lustige Dialoge. Beziehungsweise Monologe. Ich wette, es gibt eine Modifikation, die mich vom Abstürzen bewahrt. Nee, die Bots, I don't hate you und halt die Monologe von den Türmen aus Portal sagen lassen.
Ich wette, da gibt es eine Modifikation für. I don't hate you. Auch ein sehr schönes Spiel. Portal. Habe ich sehr, sehr gern gespielt. Auch Portal 2. Super. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich hin eigentlich hingehe. Aber das weiß ich ja sonst auch nie. Von daher, das ist schon okay. Das hier ist der Aufzug, oder? Ja, okay. Was ist das? Wildkürbissamen. Was auch immer die hier unten zu suchen haben. Ich würde aber fast sagen, wir erkunden erstmal den Rest hier. Bevor wir... Da habe ich das tatsächlich einen Trigger ausgelöst, sowas. Passiert. Also ich glaube, mit Energiezellen können wir, wenn das so weitergeht, bald die Soy füttern. Ich hoffe, die kann man zu Mikrofusionszellen umwandeln. Nicht nur das eine in das andere. Und nicht nur Energiezellen in... Mikrofusionszellen in Energiezellen. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Ich glaube, Mikrofusionszellen können wir noch besser gebrauchen. Und ich könnte auch noch so ein Zeug brauchen, was man für dieses Ding, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, braucht. Na, für Waffen, den RCW-Laser. Ah, ein Verbandskasten. Alles. Okay, jetzt schauen wir mal. Was habe ich denn jetzt noch übersehen? Hier war ich drin. Da kamen wir her. Da waren wir auch drin. So. Genau, unser Ziel war es ja eigentlich, nach unten zu kommen. Hier auf dem Stockwerk sind auch gar keine Türen mehr. Das heißt, ich glaube, wir sind am richtigen Ort. Obwohl, wir suchen nochmal rum, weil ich möchte Informationen über Archimedes finden. Ich meine, gut, wir haben es jetzt durch die Quest natürlich schon erfahren, ne? Die wir bekommen haben. Hey, wir können entweder das Kraftwerk umleiten oder... Archimedes starten. Aber ich würde gerne noch genauer wissen, was denn eigentlich Archimedes ist. Weil grundsätzlich weiß ich das schon. Oder kann es mir denken. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch denken. Ich muss ja sagen, ich habe natürlich ein gewisses Vorwissen zu diesem Spiel. Ich weiß schon einiges über dieses Spiel, obwohl ich es let's playe. Das lasse ich mir natürlich in den Folgen nie anmerken. Aufgrund dessen, dass ich Leute, die das Spiel zum ersten Mal bei mir sehen, nicht spoilern möchte. Und weil ich selbst auch... Ah, Informatik in Team. Weil ich selbst auch so spielen möchte, als würde ich es das erste Mal spielen, weil ich mich dann neu entscheiden kann. Natürlich, ich bin es einfach völlig neutral, gehe einfach mal völlig neutral rein und entscheide, okay, ich schließe mich jetzt der und der Fraktion an. Obwohl ich eigentlich im Hinterkopf habe, hey, ist es jetzt total scheiße oder ist es jetzt total gut, sich einer anderen Fraktion anzuschließen.
Auch wenn die total gut tut. Und so habe ich halt für mich selbst auch einen eigenen Run. Alles. Was ist denn das hier? Das steht hier mitten im Raum. Ah, ein Stimpak. Hat sich ja doch gelohnt, hier ständig rumzuhören. Und ein Safe. Verschlossen durchschnittlich. Das sind dann gerade solche Schlösser, die wir gerade eben so knacken können. Oder auch nicht. Alter, haben wir viele Haarklammern. So viel? Nein. So? Nein. Okay, vielleicht ganz rum. Okay. Nein. Bisschen höher. Ja. Ein Fixer, okay. Impulsgranaten. Sehr hilfreich. Korken, Red X, ruhige Hand und Vorkriegsgeld. Okay. Ja, im Tausch gegen eine Haarklammer ist das okay. Okay, jetzt aber... Wo waren die? Da kam her. Genau. Jetzt aber... Weiter... Und die können wir auch mal die lokale Karte zur Hilfe nehmen. Die vergesse ich immer total. Ich vergesse immer total, dass es auch noch eine lokale Karte gibt. Hey, hier ist noch ein Terminal. Und Minen. Und Minen. Und da drüben sind auch noch Minen. Okay. Hier ist... Okay. Die liegen extrem blöd, diese Minen. Die machen wir auf dem Rückweg. Geschützturmsteuerungssystem, okay. Sollte es hier noch Geschütze geben, werde ich die mal ausschalten. Ich glaube es zwar nicht, aber ich werde sie trotzdem ausschalten. Was passt denn zu dieser Firma? Agreed? Nein. Passt anscheinend nicht. Worked. Auch. Okay, anscheinend ist das D richtig. Nee, okay. Kommen jetzt irgendwo noch Möglichkeiten aufgefüllt. Habe ich noch irgendwo... Hier. Noch einen Eintrag entfernt. Ich weiß aber nicht, was die richtige Strategie ist, weil es gibt die gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du die... Ach, ganz ernsthaft, diese Geschütze. Scheiß doch auf diese Scheißgeschütze. Die ballern wir eh weg. Diese Geschütze sind eigentlich kein Hindernis. Okay. Weiter geht's. Diese Geschütze sind eigentlich kein Hindernis. Hindernis? Nicht Hindernis. Ich würde sagen, wir schreiten voran. Halt, habe ich den Erste-Hilfe-Kasten da hinten? Ah, da waren die zwei leeren Spritzen drin, ne? Ja. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal, was es mit diesem Aufzug auf sich hat. Die ganzen blöden Roboter können nichts. Können hier auch mal die Abkürzung nutzen, sofern sie funktioniert. Ja. Und noch ein Stockwerk runter. Und dann sind wir da. Wunderbar. So, wo ging es jetzt lang? Ich glaube hier lang. Ja. Mein Gedächtnis lässt mich doch nicht im Stich. Es liegt hier noch alles Schönes. Nichts wirklich Tolles. Okay. Und los geht's. Hallo? Jemand zu Hause? Okay, hier ist der... Hier ist definitiv das größte Terminal. Auch wenn die anderen behauptet haben, dass die Sprechanlage das größte Terminal ist. Ich glaube, das hier ist tatsächlich... Das größte Terminal, aber da war ja noch angeblich noch keiner, weil die Sicherheitsvorkehrungen so hoch waren.
So. Was ist das hier? Interessant. Versteht kein Mensch. Python. Python. Dieser Roboter ist mit einer Reihe von Werkzeugen zur industriellen Wartung ausgestattet. Auf der Rückseite seines Kopfs gibt es einen Schlitz, in den eine Schlüsselkarte passen könnte. Wissenschaft von mindestens 45 oder die Poseidon Energy ID Karte erforderlich. Okay. Python, und wer bist du? Vorkriegsbuch. Die musste man in Fallout 3 musste man den noch sammeln. Dinnerteller. Ich weiß nicht, ob die hier auch einen großen Sinn haben. Gehen wir mal raus. Na, wenn das nicht ein Ausblick ist. Krass. Okay. Ah, hier könnte ich jetzt wieder runtergehen. Kann ich auch hochgehen? Nee, das ist schon die höchste Stelle. Da irgendwo ist ein Feind. Okay. Muss sagen, ich würde noch viel mehr gerne über was über Archimedes wissen. Reflektor-Kontrolltafel, okay. Darum kümmern wir uns irgendwann mal. So, erstmal gucken, was der Zentralrechner so sagt. Also wieder hinein mit uns. Energie und Waffen. Damit hat sich die Firma beschäftigt. Es ist eine interessante Kombination, muss ich sagen. Hilfsgenerator. Der Generator sieht in Ordnung aus, aber Ungeziefer hat das Stromkabel durchgefressen. Mit dem richtigen Know-how und etwas Altmetall kann die Verbindung repariert und die Ausgangsbandbreite verbessert werden. Ansonsten brauchen sie Hilfe. Reparieren von mindestens 35 und ein Stück Altmetall erforderlich. Okay. Dieser Zentralrechner reagiert aktuell nicht. Die Strommenge, die das Terminal erreicht, scheint nicht auszureichen. Es ist ja blöd. Was machen wir denn da? Ein Stück Altmetall und reparieren 35. Was haben wir denn derzeit für ein Reparieren-Skill? Reparieren 45. Hä? Hilfsgenerator. Ach, ein Stück Altmetall. Ja, gut, okay. Wo sind denn die blöden Terminal-Fritzen? Ja, nicht Terminal-Fritzen. Die haben doch jetzt reihenweise Roboter umgenietet. Die müssen doch um Gottes Willen ein Stück Altmetall haben. Das wird doch jetzt in Gottes Namen ausreichen. Blödes Stück Altmetall. Ah! Poseidon Energy angestellte ID-Karte. Schön. Kann man die angucken? Sonstige? Okay. Kontrollterminal, Westreflektor und Ostreflektor. Okay. Interessant. Nicht. Wo sind denn unsere lieben Roboter? Muss ich da jetzt echt nochmal hochlaufen? Da liegt hier irgendwo ein Altmetallstück rum. Ah, sehr schön. Und hinab. So. Machen wir ein bisschen den MacGyver. Wäre da jetzt wahrscheinlich auch ein Altmetall im Kühlschrank gewesen, oder? Nee, aber eine Nuka-Cola. So, jetzt mal ein bisschen MacGyver. Das Kabel reparieren. Wunderbar. So. Und was uns jetzt aber in diesem Rechner erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss!